Das hier ist das neue Tattoo von Fußballnationalspieler Toni Kroos. Es zeigt seine 2 Jahre alte Tochter Amelie. Und der Fußballer hat es auf Instagram geteilt. Soweit so gut. Und es ist ja auch nicht das erste Tattoo von Toni Kroos. Und über 360.000 Usern gefällt's, aber längst nicht allen. Neben dem Post gibt es auch einige, die gegen den Fußballer ätzen. Und nun diskutieren die User auf Instagram heiß über das neue Tattoo. Der 28-Jährige kann sich aber auf jeden Fall immer daran erinnern, wie niedlich seine Tochter mit 2 Jahren einmal ausgesehen hat, falls er sich das Tattoo nicht irgendwann einmal entfernen lässt.